Oh Mann, bitte, ich muss Glück haben. Komm schon, Maschine, ich glaub an dich. Gib mir was Leckeres. Skittles, das Glück war auf meiner Seite. Ich möchte auch Glück haben. Ich will was Leckeres, damit Mia neidisch ist. Na komm schon. Hä? Katzenfutter? Das wollte ich sicher nicht haben. Geschieht dir zurecht, Jennifer. Ich hab's satt, ich will was Leckeres. Oh Mann, wir haben einen magischen Knopf bekommen. Lass mal draufdrücken. Was ist denn hier los? Hier sind meine Gäste. Freut mich, euch zu begrüßen. Na, drückt auf den Knopf. Okay, ich nehme den orangefarbenen. Let's go! Gute Wahl, Jennifer. Du kriegst nur einen Teller von mir. Da hast du ja richtig Glück gehabt. Ich habe einen ganzen Eimer für dich. Er gehört dir. Oh, das riecht ja voll lecker. Das ist Nutella. Den Geschmack werde ich doch sicher erkennen. Bitte sehr. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Oh Mann, den Eimer hätte ich jetzt wirklich nicht gebraucht. Voll lecker. Okay, wenn die unglückliche Jennifer Glück hatte, dann werde ich doch sicher auch was Leckeres bekommen. Und du hast recht, Mia. Du bekommst nämlich Marshmallows. Eine riesige Packung davon. Wow, es regnet Marshmallows. Ich will die mit dem Mund fangen. Geschafft. Voll die coole Idee. Jennifer, ich brauch mal kurz deine Wange. Mia, was machst du denn da? Ach komm schon, jetzt sei nicht so. Ich wollte doch nur was von deiner Nutella. Wie lecker. Oh, das ist ja voll die gute Idee. Oh Mann, Mia hat so viele Marshmallows. Vielleicht hält sie auch mit mir. Mia, gibst du mir auch was von den Marshmallows? Du willst ein paar Marshmallows? Warum nicht? Bitte sehr. Dankeschön, Mia. Hey, was machst du da? Ich habe nicht vor, mit dir zu teilen. Das sind meine Marshmallows. Ich werde die selber essen. Oh Mann, okay. Ich werde sicher noch was Gutes bekommen. Ich sag's dir nur ungern, aber statt Marshmallows bekommst du Klopapier. Hä, was ist das denn? Aua, mein Kopf. Vorsicht. Das sind eindeutig keine Marshmallows. Alles klar, das ist Klopapier. Moment mal, die Gelegenheit muss ich doch ausnutzen. Hä? Was ist das denn? Klopapier? Mit was ist das denn verschmutzt? Beim nächsten Mal wirst du nicht so gierig sein. Oh nein, womit hast du mich vollgeschmiert? Ach komm schon, Schätzchen, reagier doch nicht so. Drück auf den Knopf. Okay, ich drück auf zwei gleichzeitig. Gute Lösung, du bekommst Honig und Mehl. Lass uns anfangen. Hä? Was ist das denn? Wieso ist das so klebrig? Das ist ja Honig. Boah, wie cool ist das denn? Freut mich, dass es dir gefällt. Und hier kommt der lustige Teil. Wie lecker. Bleib mal kurz stehen. Hä? Was ist denn das auf einmal? Das ist ja was Weißes. Ist das Schnee? Oh nein, das ist Mehl. Du hast es erraten. Viel Spaß. Wie soll ich denn das genießen? Mia, du siehst einfach toll aus. Jennifer, du bist dran. Okay, ich nehme diesmal den rosa Knopf. Aha, und du kriegst lecker Schmecker, knusprige Einhornringe. Wow. Ich bin bereit. Okay, mach den Mund auf. Mann, ist das lecker. Genieß es, Schätzchen. Ah, ich habe eine Idee. Ich werde die Cornflakes einfach mit meinem Nutella-Eimer auffangen. Das ist viel einfacher, die so zu essen. Voll toll. Das könnte ich jeden Tag so machen. Okay, Jennifer, freut mich, dass du glücklich bist. Oh, wenn ich jetzt noch etwas Milch haben könnte. Hä, was hast du denn vor? Aha, ich verstehe schon. Milch, natürlich. Ich meine, wir alle lieben die Kombo Cornflakes mit Milch. Oh, so ist gut. Ich lasse die Milch einfach in den Eimer fließen. Oh, voll lecker.
Hey, Clown, hast du mich schon vergessen? Ich drück einfach auf den Knopf. Ich hoffe, ich krieg was Leckeres. Ich will ja nichts sagen, aber diesmal kriegst du Hundefutter. Aber es wird auf jeden Fall Spaß machen. Oh, das stinkt ja. Komm schon, das reicht jetzt. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Ich will deine blöden Spiele nicht spielen. Tja, da lässt sich jetzt leider nichts machen. Wenn ich erstmal aus der Box raus bin, kannst du was erleben. Come on! Ich muss hier rauskommen, also drücke ich auf weitere Knöpfe. Du hast alles richtig verstanden. Und diesmal bekommst du rohe Eier. Das wird voll cool. Boah, das tut voll weh. Hey! Oh, man! Nein, das sind rohe Eier. Die fallen mir direkt ins Gesicht. Ach, komm schon, Jennifer. Kopf hoch. Ah, und übrigens, du hast zwei Knöpfe gedrückt. Das war's noch nicht? Nein, jetzt kriegst du noch Federn. Oh nein, Federn, ein ganzes Bündel. Okay, mein Glück hat mich eindeutig verlassen. Jetzt sehe ich aus wie ein Huhn. Was hast du nur mit mir angerichtet? Die Federn stehen dir voll gut, Jennifer. Na komm schon, Mia, drück auf den Knopf. Oh, das nenne ich ja mal eine Wahl. Du kriegst ganz schön scharfe Tabasco-Soße. Viel Spaß damit. Ach du meine Güte, ich werde einfach den Mund zuhalten. Ja, hoffentlich wird dir das helfen, Mia. Okay, endlich ist das vorbei. Ah, das ist ganz schön scharf. Erstaunlich, das macht voll viel Spaß. Oh Mann, ich wurde angebrannt. Du hättest mich nicht mit Tabasco-Soße übergießen sollen. Alles ist in Ordnung. Die Feuerwehr ist schon am Start. Dieses Feuer werden wir löschen. Okay, vielen Dank. Jetzt geht's mir besser. Na, siehst du, Ende gut, alles gut. Wow, wo sind wir hier? Oh nein, jetzt sind wir hier eingesperrt. Obwohl? Hör auf zu schreien. Das ist doch voll interessant hier. Marie, was machst du da? Na, ich versuche, diese Safes zu öffnen. Ich möchte wissen, was da drin ist. Schau mal, da ist noch was anderes. In diesem Kasten müssen wohl die Schlüssel sein. Nein, ich will da nicht reingreifen. Ene, mene, Mist, es krabbelt in der Kiste. Och, Menno, ich muss es wohl tun. Okay, wünscht mir einfach viel Glück. Ah, was ist das denn? Muss doch wohl nur Wasser sein. Mach dir keine Sorgen. Okay. Das ist ja gar kein Schlüssel. Das ist ein Fisch. Oh, schau mal, wie hübsch der ist. Wir müssen ihn wieder zurück ins Wasser legen. Aha, da ist der Schlüssel. Das ist er. Marie, jetzt komm mit. Das ist der rote Schlüssel. Der gehört zum roten Schloss. Mal sehen. Was? Das ist ja ein Dynamit. Ein Dynamit? Oh mein Gott, was sollen wir jetzt so tun? Ah, ich muss mir das einfallen lassen. Ich habe eine Idee. Gut, dass ich so eine Zange mit hatte. Genau das, was ich brauche. Willst du sie nehmen? Nein, du bist mutiger. Okay, ich werde es versuchen. Ich hoffe, das wird nicht explodieren. Ich nehme einfach das gelbe Kabel. Oh. Ah, es hat geklappt. Nein, es hat gar nicht geklappt. Mann, oh, das stinkt ja. Aber dafür brauche ich jetzt deine Bürste. Oh, das ist ja voll die gute Idee. Nein, die gehört jetzt mir. Weißt du was? Du kannst den nächsten Schlüssel rausfischen. Okay, ich bin stark. Ich kann das schaffen. Ich frag mich, was das ist. Aha, das ist ein Gummibärchen. Na, zumindest was Leckeres. Aber ich muss sofort den Schlüssel rausholen. Na wunderbar, dann habe ich ihn. Oh nein, ich habe ihn fallen lassen. Mia, öffne den Safe. Das kannst du selber tun.
Okay, das lila Schloss. Hm? Oh, das ist ja was richtig Kleines. Wow, jetzt habe ich Glitzer im Gesicht. Super, daraus kannst du dir ein cooles Make-up machen. Aber wir haben jetzt keine Zeit für Make-up. Such den nächsten Schlüssel. Okay. Ich hoffe, dass das nichts Unheimliches ist. Ist das ein Dinosaurier? Oder ein Krokodil? Nein, die wären viel zu groß. Was ist das tatsächlich? Oh, wow, das ist ja ein echtes Chamäleon. Ich habe noch nie ein echtes Chamäleon gesehen. Du bist ja niedlich. Ich lass dich in Ruhe. Ich brauche nur den Schlüssel. Super. Es wird Zeit, den grünen Safe zu öffnen. Du sagst es. Ich frage mich, was das ist. Wie verwendet man denn so eine Geldkanone? Oh, wow, da ist ja eine Menge Geld drin. Alles nur für mich? Ich fühle mich wie das reichste Mädchen der Welt. Super. Marie, gib mir das Geld. Und du kannst den nächsten Schlüssel suchen gehen. Wenn ich nur einen kleinen Blick drauf werfe? Nein, das darfst du nicht. Okay, ich werde ihn ehrlich rausholen. Oh, das fühlt sich ja richtig toll an. Ist das kinetischer Sand? Ah, da ist der Schlüssel. Super. Es wird Zeit, den blauen Safe zu öffnen. Seltsam. Ich frage mich, was passiert, wenn ich daran ziehe. Oh, wow. Es hat geregnet. Versuch es noch einmal. Oh, wie cool. Ich liebe diese Orbis. Wunderbar. Oh, es wird Zeit für den nächsten Schlüssel. Den werde ich rausholen. Hä, was ist das denn? Das ist ja was richtig Ekliges. Okay, ich muss einfach nur den Schlüssel rausholen. Einfach nur den Schlüssel rausholen. Ach du meine Güte. Nimm diesen Wurm raus. Oh, endlich. Jetzt kann ich das Schloss öffnen. Was ist denn da drin? Ach du meine Güte. So viel Schaum. Haha, voll die coole Schaumparty. Ja, jetzt kann ich noch das hier machen. Macht voll viel Spaß. Du bist an der Reihe. Nach den Würmern habe ich besonders Angst. Das ist was Glitschiges und was Elastisches. Du musst aber trotzdem den Schlüssel rausziehen. Komm schon. Okay. Was ist das denn? Ah, das ist ja ein Auge. Das ist ein Glotzer. Der schmeckt richtig lecker. Hey, was machst du da? Das ist doch nur ein Bonbon. Los, such nach dem Schlüssel. Da ist er. Super. Es wird Zeit, den hellblauen Safe zu öffnen. Mia, ich möchte dir die Möglichkeit geben, auf den Knopf zu drücken. Erledigt. Oh nein. Oh, das ist ja richtig widerlich. Ha, gut, dass ich den Knopf gedrückt habe. Zumindest bin ich nicht bekleckert. Und wie auch immer, es wird Zeit für den nächsten Schlüssel. Was ist das? Igitt, das sind ja Haare. Hey, wieso wirfst du die in meine Richtung? Tut mir leid. Das wollte ich nicht. Aha, da ist der Schlüssel. Es wird Zeit, den schwarzen Safe zu öffnen. Ja, jetzt mach doch endlich. Wow, es stellt sich heraus, dass im schwarzen Tresor Leckereien drin sind. Und zwar Oreo-Kekse. Willst du einen Keks? Oh, vielen Dank. Lecker, Schmecker. Oh, unglaublich gut. Hey, du hättest mir auch noch einen Keks geben können, oder? Tut mir leid, ich war zu hungrig.
Such nach dem nächsten Schlüssel. Ah, ich frag mich, was da drin ist. Oh, was Schleimiges. Das sind ja rohe Eier. Aber ich habe den Schlüssel gefunden. Mal sehen, was im gelben Safe drin ist. Mia, willst du ihn öffnen? Moment mal. Okay, öffne ihn. Oder doch nicht. Mach mal Platz hier. Ich werde nämlich den Safe öffnen. Das sind ja Federn. Ach du meine Güte, das sieht ja lustig aus. Ich habe seit langem nichts mehr gesehen, was so lustig ist. Ja, hol du nur den letzten Schlüssel. Ja, mein Hähnchen, ich gehe ja schon. Okay, die letzte Runde. Was ist das? Oh, das sind ja Maden. Ich muss so schnell wie möglich den Schlüssel rausholen. Ich wäre fast ohnmächtig vor Angst geworden. Ich hoffe, in diesem Safe ist was Cooles drin. Du Arme. Mal sehen. Ja, das ist der Schlüssel zu unserer Freiheit. Wir haben die Challenge gemeistert. Wir haben es geschafft. Ja, nichts wie raus hier. Gib mir meine Brille. Ich will einen Donut. Könntet ihr mir so einen machen? Mal sehen. Ja, ich kann. Ich bin bereit. Oh, ich würde gerne so einen Donut für dich machen. Zuerst gieße ich den Teig in dieser Donut Maker. Ich fülle alle Zellen. So. Jetzt schließe ich ihn und warte ein bisschen. Und ich werde schöne Regenbogen-Donuts machen, weil einfache Donuts zu langweilig sind. Meine werden der regenbogenfarbigste, die coolsten und natürlich auch die leckersten sein. Ich gewinne diese Challenge auf jeden Fall. Gut gemacht. Sie werden super. Was hast du da? Natürlich schmecken die schwarzen Donuts am besten, aber irgendwas fehlt noch. Eine leckere Soße natürlich. Eiskaltes Händchen, hilf mir dabei. Okay. Ah, das ist schrecklich. Ich habe Angst vor ihm. Gib mir mal die Schüssel. Jetzt kann ich die Erdbeersoße hinschütten. Ich nehme eine Spritze. Damit kann ich meine Donuts besser schmecken. So. Ich möchte einen Streich spielen. Oh, was ist das? Was ist das für eine rote Flüssigkeit? Das ist nur Erdbeersoße. Oh, du hast uns erschreckt. Das war aber lustig. Jetzt schmücke ich meine Donuts mit Soße und dem leckersten Zuckerguss. Sie sehen wunderbar aus. Schön und lecker. Sie sind ein bisschen gruselig. Und meine schönen Donuts sind auch fertig. Ich lege sie auf einen Teller und bestreue mit Puderzucker. Das ist ein klassisches, sehr leckeres Rezept. Ja, das ist genau das Richtige. Schaut mal. Sehr gut. Enid, schau auf meine Donuts. Sehr gut, aber meine sind Regenbogen-Donuts. Sehr schön. Wunderbar, du bist eine echte Köchin. Ich möchte sie mit Streuseln schmücken. Oh, es geht nicht auf. Der Deckel klebt sie so fest. Komm schon. Aua! Oh nein. Ups. Okay, dann streue ich sie ebenso. Ja, das sind die leckersten Donuts. Iss, Schatz. Sie sehen so lecker aus. Das ist ein sehr interessanter und lustiger Donut. Ich probiere ihn mal. Er ist lecker genug. So schön. Das hat mir sehr gefallen. Und diese hier? Sie sind so einfache. Okay, ich probiere einen. Es schmeckt gut. Ja, ziemlich gut. Essbar. Oh, und da sind die Regenbogen-Donuts. Sie riechen so gut. Sie riechen nach Regenbogen. Ich probiere sie jetzt. Oh, sie sind köstlich. Alle Donuts schmecken gut, aber welche soll ich wählen? Natürlich diese hier. Habe ich gewonnen? Ich bin sehr glücklich. Wie geht es auf? Ich will Nudeln.
Mach sie für mich. Ich habe gerade Wasser gekocht, also mache ich diesen leckeren Nudeln sehr schnell. Fast fertig, ich koche sie einfach. Was habe ich denn da? Wahrscheinlich heiß. Eiskaltes Hähnchen, hier. Jetzt hilfst du mir verstehen, ob das Wasser gekocht ist. Danke, ich sehe, es ist gekocht. Hähnchen, hat es dir wehgetan? Nein, es war sehr heiß. Das Wasser ist fertig, ich gebe meine Nudeln in den Topf hinzu und koche sie. Was willst du denn machen? Ich glaube, ich mache die Nudeln selbst. Aua, ich bin ganz im Mehl. Aber das macht nichts. Es macht sogar ein bisschen Spaß. So ist es besser. Ich streue das Mehl auf ein Brett und mache eine richtige handgemachte Pasta. Ich füge auf jeden Fall ein Ei und Salz hinzu. Jetzt knete ich den Teig. Das ist nicht einfach, aber es wird köstlich sein. Ich werde die ungewöhnlichsten Nudeln machen. Ich schneide den Teig. Und natürlich gebe ich Farben hinzu. So, ich mache Nudeln in allen Farben des Regenbogens. Die schönsten lila Nudeln. Jetzt forme ich ein Stück. Ich mache ein paar davon. Nun schneide ich sie in kleine Stücke. Und natürlich benutze ich eine Reibe. Das wird sie in Form bringen. So, die Nudeln kommen jetzt in den Topf. Du bist so erfinderisch und klug. Okay, meine Nudeln sind fertig. Als nächstes sollte ich wohl den Ketchup dazu geben. Oh, ich kann nichts sehen. Meine Brille. Ist das Ketchup oder etwas anderes? Ich muss mehr rausdrucken. Oma, lass mich dir helfen. Man muss es aufmachen. Bitte sehr. Aua, ich glaube, ich bin ganz im Ketchup. Ja, das ist definitiv Ketchup. Ups, aber das war lustig. Man soll vorsichtiger sein. Lach nicht, ich habe meine Nudeln gemacht. So ist es viel besser. Meine Nudeln sind schon gekocht und jetzt lege ich sie auf den Teller. Hier fehlt offensichtlich etwas. Hähnchen, komm her. Jetzt machen wir die Nudeln noch ein bisschen hübscher. Tintenfischtinte ist genau das, was ich brauche. Schwarz passt immer gut. Ich mache meine Pasta schick. Oh, was für düstere, schwarze, schöne Nudeln. Jetzt ist es genau das Richtige. Das Einzige, was hier fehlt, ist rote Farbe. Ich gebe noch etwas Ketchup dazu. Ich gieße ihn rüber. So schön. Aber mit Augen wird es noch besser. Oh, was ist das denn? Wie immer. Was hast du denn gemacht? Und ich habe meine Regenbogennudeln. Ich möchte sie selbst schon essen. Probier mal. Was ist das für ein seltsames Gericht? Ich muss es probieren, aber ehrlich gesagt habe ich keine Lust dazu. Es sieht nicht lecker aus. Igitt, die sind ja eklig. Oh, ich will diese Nudeln. Sie sehen köstlich aus. Ich würde diese Nudeln sehr gern essen. Das ist genau das, was ich brauche. Und diese Nudeln sehen so schön aus. Sehr schön. Das ist die Art von Nudeln, die ich unbedingt essen möchte. Ja, das ist unser Gewinner. Juhu, Bingo, ich habe gewonnen. Ich muss mich gut vorbereiten. Ich will einen Cocktail, einen leckeren und süßen. Eiskaltes Händchen, bist du bereit? Ich bin bereit. Fast umgefallen. Was ist denn da? Verstanden, ich mache dir einen Cocktail. Darf ich anfangen? Okay. Also, ich nehme ein paar sehr hübsche, aber saure Bonbons. Sie passen sehr gut zu meiner Idee. Ich lege sie in Förmchen. Es wird ein buntes Wunder. Ich habe sie genommen, weil sie so schön sind. Oh, sie sind aus. Okay, mein Top-Handschuh. Ich stelle sie in den Ofen. Ich soll sie ein wenig erhitzen. Fertig. Schauen wir mal. Jetzt muss ich mein Gericht ein bisschen abkühlen. Sie sehen schön aus. Aus dem Förmchen. Oh, das ist lecker. Wunderschöne Becher.
Jetzt nehme ich die M&M Dance und sortiere sie natürlich nach Farben. So wird es schön aussehen. Yummy, das ist lecker. Ich füge M&M Dance ins Getränk hinzu und gieße natürlich Sprite ein. Was für ein süßer, leckerer Cocktail. Mit Schlagsahne wird er noch besser schmecken. Das ist wirklich cool. Mit Streuseln sieht er wirklich schön aus. Und nun die kleinen Strohhalme. Das ist etwas Unglaubliches. Ich werde meiner Enkelin einen sehr gesunden Sellerie-Smoothie zubereiten. Ich nehme einen ganzen. Ich glaube, ich schaffe das. Iggy, das ist eklig. Jill wird es wahrscheinlich nicht gefallen. Na bitte, mein gesündester Cocktail für meine Enkelin ist fertig. Er ist wunderschön und voller Vitamine. Obenauf ein Stückchen Sellerie und einen Strohhalm. Das ist sehr gesund und cool, nicht wahr? Nein. Eiskaltes Händchen, ich brauche ein Glas. Ich hole ein passendes Glas und schmiere es natürlich mit Erdbeerensirup ein. Was soll ich da reinschütten? Ich glaube, ich nehme es breit. Natürlich füge ich Farbstoff hinzu und rühre alles mit der passenden Strohhalm um. Händchen, Hilfe! Okay. Oh, du hast mich wieder erschreckt! Wednesday, bring es weg! Händchen, beeil dich! Toll, danke! Die Schlagsahne passt gut. Es sieht wie Gehirne aus, aber für den besten Effekt schmücke ich sie mit rotem Sirup und setze ich ein Auge und eine Spinne obendrauf. Das sieht lecker aus. Perfekt. So viele Leute, so viele Geschmäcker. Probier mal. Sie sind wunderschön. Ich werde diesen Cocktail übrigens probieren. Er sieht ziemlich gut aus und schmeckt super. Und der hier? Iggy, den werde ich gar nicht erst probieren. Ich nehme den hier. Er ist köstlich. Schmeckt gut. Essbares Glas? Zu sauer. Aber das Getränk ist köstlich. Ich denke, das ist der Gewinner. Ich nehme noch einen. Juhu, ich habe wieder gewonnen. Ich bin so glücklich. Was möchtest du denn diesmal? Jetzt will ich einen Salat. So einen wie den hier, mit Croutons. Ja, natürlich. Kein Problem. Verstanden. Ich nehme die Salatblätter und zerreiße sie sicher. Oh, was gibst du mir? Danke, aber spiel so mit dem Messer nicht mehr. Ich brauche diese grünen Blätter. Sie sind so gesund und köstlich. Damit mache ich einen wunderbaren Salat. Und dieses Fleisch. Es sollte auch geschnitten werden. Genau richtig für einen Salat. Jetzt werde ich es schon legen. Ich mache einen Cäsarsalat. Also brauche ich Tomaten. Außerdem fehlen mir die Croutons. Croutons sind genau das Richtige für so einen schönen Salat. Ein bisschen Käse für den Geschmack. Sehr schön. Ich bin jetzt fertig. Und du? Ich bin mitten im Kochprozess. Ich will diese lustigen Formen benutzen. Ich schneide Gurken, Radieschen und Paprika damit. Ja, das sieht so cool aus. Und dann stecke ich sie auf Stäbchen. Das wird ein Salatschaschlik sein. Wie schön. Und ich möchte dich lieber nicht fragen, was du machst. So lustig, jetzt mache ich einen Strauß. Das wird ein schöner, leckerer Salatstrauß sein. Und es duftet schön. Super. Überhaupt nicht lustig. Oh, Paprika passt genau gut. Ich schneide sie. Ich muss die Kerne entfernen und dort den Salat legen. Ich schneide noch die Gurke. Ich liebe verschiedene Messer. Ich mache ein sehr hübsches, lustiges Gesicht. Das beißt. Es wird uns aufessen. Kann sein. Ich stelle meine schönen Salatmonster auf den Teller. Mein Salat ist fertig. Wähl meinen aus. Das ist so viel Essen. Oh, was für coole Stäbchen. Das ist ein interessanter Salat.
Ehrlich gesagt, er schmeckt nicht besonders gut. Was sind denn das für Schnauzen? Was ist das schwarze Zeug? Hm? Das ist Olive. Es schmeckt ekelhaft. Furchtbar. Und was ist das für ein Salat? Käse? Hühnchen? Das ist es. Hier ist der Gewinner. Ja, ich habe gewonnen. Ich kann gut kochen. Wie schön.